will nicht, dass Blut fließt. Naja. Egal welcher Farbe. So mehr oder weniger. Sie schlachten mein Volk einfach ab. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Du bist einer. Ja. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Gut, dann machen wir das. Als erstes werden wir uns ach ja, Connor ist ja hier am Der letzte Connor ist leider gescheitert. Du wirst ihn ersetzen. Du weißt, was du zu tun hast, oder? Den Anführer der Abweichler zerstören. Geh, Connor. Und enttäusche mich nicht. Ja. Er wird gehen, er wird dich enttäuschen. So viel steht fest. Das entscheide ich ja letzten Endes, ne? Was möchte ich jetzt machen? Ich möchte mit euch jetzt ihr werdet es sehen. Wir werden den Weg der Demonstration erstmal wählen. Wir haben uns letztens das Lager so oft angeguckt, dass es jetzt vielleicht auch mal Zeit wird für die anderen Enden. Auch beim Busbahnhof können wir uns dann alles angucken. Wir werden uns das letzte Ende in Kanada angucken, was ich persönlich sehr, sehr wichtig finde. Und ja, guck mal hier, einmal mit Simon reden. Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Wo sind die beiden? Das ist North, da sind die beiden. Da muss man die beiden auch mal suchen, ne? Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk. Ja, ich hab's vor, du. Mit North rede ich jetzt auch noch mal kurz. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden
ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Glück gehabt. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. Hallo? Er ist verliebt? Die Armee hat 5 Lager im Gebiet von Detroit gebaut. Und sie bauen noch mehr im Rest des Landes. Sie bereiten einen Genozid vor. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, ja. Wir folgen dir. Ja, ich weiß, was ich wähle. Ich liebe dich, Marcus. Ich weiß genau, was ich wählen werde. Die Entscheidung steht schon. Zack, let's go to the next mission. Achso, ich muss erst noch mit Lufa auch noch, mit Josh auch noch reden. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Ja. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Ja. Gut. Das ist die richtige Einstellung, das wollte ich hören. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen. Und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Ich weiß, ihr seid wütend. Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. Wenn noch Menschlichkeit in ihnen ist, hören sie zu. Ja. Und wenn nicht, werden andere nachkommen und weiterkämpfen. Ja. Seid ihr bereit, mir zu folgen? So, die sind auf jeden Fall Fan von mir, was ich schon mal gut finde. Doch was sie nicht wissen ist, dass jetzt die unnötigste Pressekonferenz auf diesem ganzen Planeten einmal ablaufen wird nochmal. Ich möchte nur was nachgucken. Das geht sehr schnell, ja. Weil die müssten wir ja jetzt 97%, genau, hier fehlt dann das Klavier, was man sich am Anfang noch angucken kann. Das ist auch sehr gut, dann haben wir das nämlich auch 100%. Gut. Mehr wollte ich eigentlich hier schon gar nicht gucken. Und ich wollte vielleicht, damit ihr wisst, was in meinem Kopf manchmal auch so, was meine Gedanken dazu sind. Ich denke, dass das hier dann
Wo haben wir es jetzt hier? Das freie Kästchen. Hier. Dann wird man sich entscheiden, North zu retten. Und dann verlieren. Das ist so das Einzige, was ich mir noch denken kann. Aber das sehen wir dann, wenn es soweit ist. Jetzt gucken wir uns erstmal diese wunderbare Pressekonferenz nochmal an, die ja auch so wundertoll ist. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden und zwar unverzüglich. In allen größeren ja, bla, 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 komm. Städten werden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ja, reicht doch jetzt. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President, wurde der Anführer der Abweichler festgenommen? Der Abweichler, der Marcus genannt wird, wurde bisher noch nicht gefunden, aber wir werden ihn sehr bald aufspüren und dann neutralisieren. Madam President! Madam President! Eine Ladung medizinisches Kobalt soll verschwunden sein. Angeblich wurden auch Armeewaffen gestohlen. Könnten Sie das bestätigen? Mir liegen dazu keinerlei Informationen vor. Bitte! Madam President! Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können? Wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Bitte! Bitte! Hierhin, bitte! Madam President, die Öffentlichkeit scheint den Abweichlern wegen ihres gewalttätigen Verhaltens feindlich gesinnt zu sein. Würden Sie das bitte kommentieren? Die Abweichler haben sich bisher als äußerst brutal erwiesen. Sie haben gezeigt, dass sie eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellen und ich bin fest entschlossen, sie alle auszuschalten. Danke. Das wäre alles. Der letzte Bus fährt in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Ja, das ist nicht so viel. Aber genug. Alles in Ordnung? Warum mache ich das? Das dauert doch jetzt alles nur ewig lange. Das ist doch jetzt auch Quatsch. Ja, ist auch egal. Gleich geht's dir besser. Irgendwie fühlt sich das so an, als hätten wir im heutigen Stream bis jetzt kaum Progress gemacht. Wisst ihr das? Wir haben uns da bis jetzt auch irgendwie nur ein Ende angeguckt. Es ist nicht viel passiert. Und wir sind trotzdem schon seit 2 Stunden dabei. Mann, Mann, Mann. Dabei sind wir deutlich weitergekommen als vorher schon, ne? Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. So, wollen wir mal. Ich hab nichts getan. Sonst hab ich getan. Gibt es noch viele? Guck dir doch diese Ratten an. Je mehr man guckt, desto mehr fällt es an. Ich hoffe, wir sehen uns die ganze Nacht.
sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Ja, wir sind ja vorsichtig, ne? Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Also auf jeden Fall vorsichtiger als eben. Obwohl eigentlich genauso vorsichtig. Ja, versteck dich hinterm Auto. Nein. Nein, bitte. Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Ja, hat sie aber. Wo ist Alice? Netterweise, ist doch nett. Kara, du ist hast super. Uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Mutter! Ich dachte, du wärst tot! Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ja, ihr sollt nicht so viel Negatives denken hier, sondern. Freut euch doch lieber! Wir sind nah dran, aber die Zeit rennt. Komm, guck wieder weg. Dankeschön. Und komm, guck nochmal weg. Dankeschön. Und komm, du kannst auch einfach weggucken. Du bist sowieso der Letzte. Und ich wurde noch nicht gesehen, das heißt, ich habe noch eine Freikarte eigentlich. Aber ich will jetzt auch nichts riskieren, dass das Spiel sagt, nee, bei dem ist alles anders. Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Boost fährt bald. Aber es wäre sicherer. Ja, sicherer hin oder her. Wie wär's mit gehen jetzt hier? Zack, auf geht's, Marsch. Ja, die frei verstehen in der Zeit, das ist ja auch schwierig, ne? Du tust nichts, bis ich es sage. Ausweis bitte. Ja, komm, hier hast du Ausweis. Ja, hast du Ausweis. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein. Ja, wir können ja ruhig ehrlich sein, ne? Ahnt etwas. Vielleicht. Sei bereit. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist krank. Die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen wir schnell nach Hause. Danke. Aber ich weiß doch, dass hier kalt ist. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu es. Die Entscheidung musste ich ja treffen, das war mir ja vorher klar.
alles nur zurückgeben. Ja, wollte, hat aber. War, ist halt jetzt doof gelaufen, ne? Wir melden uns live aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Der Anführer der Abweichler, von ihnen Marcus genannt, ist an der Spitze des Marsches. Ja. Es passiert etwas in Detroit, Madam President. Also können wir, falls ich dann einen anderen Anfang brauche und den Busbahnhof nicht nochmal spielen möchte, auch einsteigen. Finde ich sehr gut auf jeden Fall. Weiter geht's. Geht drauf zu. Los jetzt. Schneller. Sorry. Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Jetzt habe ich schon wieder nicht geguckt, was wir noch nicht hatten, ne? Aber ist auch egal. Ja, macht er doch sowieso, ne? So wie bei der Demonstration auf dem anderen auch. Unser Volk hat sich erhoben und fordert seine Freiheit. Wollt ihr uns aufhalten? Müsst ihr uns töten?